Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Battlefront, immer noch alleine, denn der Len16 ist immer noch nicht dabei, aber er wird bald wieder dabei sein, hoffe ich jedenfalls, und wir spielen, ich hatte euch ja versprochen, dass wir uns noch die Helden anschauen, deswegen spielen wir jetzt einfach mal Helden versus Schurken oder Heldenjagd, je nachdem was zuerst dran kommt. Also wir spielen jetzt mal die Helden-Modi nur, und da werde ich jetzt natürlich die Helden und die Heldin und den Schurken. Oh Gott, und es geht gleich hier los auf Schwefelfelder auf meiner Lieblingskarte. Genau, die Helden und die Schurken, also die neuen Helden und Schurken, werde ich euch jetzt natürlich noch zeigen, die bei dem Rogue One DLC dazugekommen sind. Die werde ich jetzt auch nochmal spielen und schauen, ob die was taugen oder nicht. Wenn ich sie spiele, taugen sie für gewöhnlich nicht viel. Und da sind wir auch schon im Spiel. Starten hier direkt rein, damit wir auch direkt einen Helden bekommen am Anfang. Wir wissen ja eh schon, Schwefelfelder kennen wir ja schon. Starten. Ach, das ist ja, das Spiel läuft natürlich schon, weil es ja das erste Spiel ist, wo wir direkt hier rein starten. Wir sind auf der Seite der Rebellen. Die Gegner haben unter anderem... Okay, sie haben nicht mehr ausgeschaltet. Sehr gut, sehr gut. Wir haben die erste Runde bereits verloren. Ich helfe immer gerne. Schauen wir mal, ob ich wen bekomme. Jawohl. Jin Erso. Ich glaube, Jin. Ich glaube, man spricht sie so. Ach, keine Ahnung, wie man sie ausspricht. Wie gesagt, ich habe mich da noch gar nicht spoilern lassen. Jane, glaube ich. Egal. Vielleicht sagen sie es ja auch nochmal. Okay, was hat sie denn überhaupt für Waffen? Jetzt geht's rund! Okay, das scheint diese Schallwaffe zu sein, diese neue. Ja, das ist die Schallwaffe. Was ist das da? Okay, das ist. Okay, da wechselt sie bloß die Waffe, glaube ich. Das ist so ein Nahkampfangriff. Den sie aber anscheinend nachladen muss. Okay, gut, zumindest haben wir mal gesehen, was. Da, Denga. Die schießt ziemlich schnell. Ich glaube, ich könnte mich mit ihr anfreunden. Also die Waffe ist, glaube ich, ganz cool, die sie hat. Vielleicht soll ich doch mal diese Pistole auswählen. Was? Orbitaler Schlag. Oh, weg hier, weg, 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 weg. Der macht auch mir Schaden. Da muss auch ich aufpassen. So, da ist Vader. Nee, Imperator ist das ja. Na komm her, Imperator. Versuchen wir nochmal was zu werfen, um den Imperator zu ärgern. Oh verdammt, der hat sich geheilt, der Imperator. Oh, okay, nicht cool. Versucht den Imperator natürlich zu hauen hier, aber das war wenig effektiv. Oh Mann. Wenn es so schon wieder losgeht. Aber ihr wisst ja, das ist sowieso meine absolute Hassmap, von daher. Ich glaube, es war die erste Map, auch auf der ich gespielt habe, in Star Wars Battlefront. Ich bin nochmal Helden. Na gut, ich beschwere mich nicht. Jane Erso. Jane spricht man sie aus. Naja, auf jeden Fall bin ich sie auch nochmal gleich. Hoffentlich läuft sie zweimal nacheinander, spielt man doch sonst nie die Helden. Hä? Naja. Wie gesagt, ich bin der Letzte, der sich beschwert. Dann lerne ich sie vielleicht nochmal besser zu spielen. Wahrscheinlich zielt man dann. Nee, ich habe jetzt die Pistole. Okay, normalerweise hat sie die Pistole, mit L1 wechselt man dann auf diese andere Waffe. Na dann. Schauen wir mal, wen wir hier noch so finden an Gegnern. Sind ja jetzt eh noch. Okay, einer fehlt im Spiel. Wir haben einen schon wieder ein weniger. Geht ja schon wieder gut los. Oh, das war die mega starke Attacke von ihm. Ich habe auch eine Attacke. Ich habe auch eine Nahkampfattacke. Aber die macht anscheinend nicht ganz so viel Schaden. Okay, das Duell gegen Denga, glaube ich, könnte ich sogar gewinnen. Da kommen leider noch mehr Leute dazu. Ja. Wenn Killer Dodge nicht noch mit dazu gekommen wäre, hätte ich vielleicht noch eine Chance gehabt. Aber so wäre das natürlich nichts. Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, zumindest habt ihr mal kurz gesehen, wie sie so kämpft. Unsere neue Heldin aus Rogue One. Gespielt von der Schauspielerin Felicity Jones, wenn ich es richtig in den Kopf habe. Ja, ich glaube, Felicity Jones müsste das sein. Oben kann man ein Heldensymbol einsammeln, wenn man ein Held wäre. Oh, da bin ich ja leider nicht mehr. Geschafft. Wir haben sie alle vernichtet. Gott sei Dank. Wenigstens auch mein Team ist verlassen. Ja, wenn ich hier schon nichts rausreiße, dann reißt wenigstens mein Team raus. Das ist beruhigend. Sehr beruhigend, dass da noch eine Hoffnung besteht. Ich starte als Rebellensoldat. Na, da freue ich mich aber. Vielleicht soll ich mir doch mal die Hütten alle Aufträge noch anschauen. Vielleicht soll ich mal. Naja, Blasterpistolen spiele ich eigentlich ungern. Aber die Blasterpistole, also diese Pistole, diese zweite Waffe, die sie hatte. Jane hatte, die war echt ganz cool. Vielleicht soll ich die auch nochmal ausprobieren. Also ich sollte probieren, sie freizuschalten.
Nee, aus der Schlacht wollte ich nicht raus. Der Wurm war ja witzig. Hab ich ihn schon mal gesehen? Ich bin mit... Na doch, ich glaube, den hatte ich schon mal gesehen. Aber es ist länger her, dass ich ihn schon mal gesehen hatte. Na dann, ein Infanteriegeschütz. Auch, das wirkt auch gegen Helden, hat man mir gesagt. Beziehungsweise gegen Infanterie wie dich zum Beispiel. Oh nein, 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 nicht so zwei. Oh komm. Der wirkt mich und der haut mich dann auch gleich noch. Gemein. Das war nicht fair. Da habe ich als armer kleiner Rebellensoldat auch gar keine Chance. Was wahrscheinlich auch der Sinn davon war. Gemein. Oh, da höre ich schon wieder die bösen Lichtschwertgeräusche. Ja, stellen wir es mal da oben auf, vielleicht treffen wir ja wen. Das Visier zumindest wen an. Vielleicht bin ich hier oben ja sicher vor den Helden. Oder sagen wir mal sicherer. Sicher bin ich wahrscheinlich nie vor den Helden. Okay, es visiert irgendwas an, es visiert irgendwen an. Okay, das ist... Ah, ne, naja, rote Garde. Ah. Da sind unsere Leute auch schon wieder draufgegangen. Damit steht es 3 zu 2. Eins. Einen habe ich immerhin schon gekillt. Naja. Naja, naja. Schauen wir mal, jetzt müsste ich aber wieder Held sein. Hä? Schon zu Ende? 3 zu 2, das geht doch bis 5 eigentlich. Hä? Ach, haben sie den Modus jetzt auch verändert? Ach, die haben den Modus jetzt auch verändert. Kann das sein, dass die den Modus jetzt so verändert haben, dass es so weit geht, bis einer dreimal gewonnen hat? Ah, das könnte natürlich sein. Ah, okay, das ist neu. Da haben sie den Modus auch irgendwann mal abgeändert. Hatte ich nicht mitbekommen. Wobei ich jetzt auch zugeben muss, ich hatte nicht so genau verfolgt, was da immer geupdatet wurde bei Star Wars Battlefront. Ich merke es dann halt immer, wenn ich spiele und dann ist plötzlich irgendwas anders und ich denke mir so, war das nicht früher mal anders? Wie zum Beispiel hier gerade eben mit den drei Runden. Vielleicht sind es jetzt insgesamt nur noch 5 Runden, das kann natürlich auch sein. Naja, wer weiß, wer weiß. So, wir starten hier direkt rein, hoffen auf der dunklen Seite, auf der Seite des Imperiums. Und ich starte als imperiale Sturmtruppler. Na gut. Das ist natürlich nicht der Start, den ich mir hier gewünscht hatte, aber was soll's. Auch als imperialer Sturmtruppler kann man ja manchmal was treffen. Angeblich. Also in dem Spiel hier zumindest. Vielleicht auch noch auf der Map manchmal. Wobei die Map ist schon echt... Ach, ich hasse diese Map. Mag diese Map gar nicht, ich weiß nicht. Irgendwie lastet so ein Fluch auf dieser Web, auf dieser Map, was meinen Spielstil angeht. Ich glaube, es liegt nur an der Map. Es kann an nichts anderem. Nein, es liegt auch noch daran, dass ich ein Noob bin, das weiß ich schon. Okay, sind wir bei 0 Punkten, klar. Neues Spiel, neues Glück. Auf geht's. Da kann sich schon wieder einer nicht entscheiden, welchen Helden er nehmen soll. Okay, er hat sich für Leia entschieden. Na gut. Dann hoffen wir mal, dass es diesmal besser läuft und wir diese Runde nicht verlieren. Ja, wir sind ja auf dem Weg. Hochrangig, so wie Greedo, der ist bestimmt sehr hochrangig. Der ist nicht irgendein... Nicht irgendein Typ aus dem Outer Rim, sondern... Er ist ein hochrangiges Mitglied des Imperiums. Wusstet ihr das nicht? Jetzt wisst ihr es. Komm ruhig her, Nienam. Ich treffe dich auch so nicht. Da vorne ist Lando. Calrissian, den hatte ich gesehen. Dem geht gerade hinter uns ein Orbitalschlager runter. Ich lebe noch, das finde ich bemerkenswert. Ui, da kann man ja richtig Schaden machen. Wenn man die richtige Waffe hat. Nur zu nahe kommen sollte man hier nicht. Mit jedem Helden. Oh, ich habe hier schon wieder Schaden gemacht. Nicht schlecht. Die bettelt sich gerade hier mit Dengar. Ah ne, das war gar nicht Dengar, das war allerdings. Na. Das ist ja nicht Dengar. Na komm, hauen wir nochmal einen Rebellen um. Das ist mir ein Name. Ah! Das war eine Schallgranate, Kinder. Und die lässt das ganze Bild so verschwimmen, dass man nichts mehr erkennt. Und dann stirbt man. Das ist doof.
Bossgeister. Bossgeister natürlich. Ich habe manchmal auch meine Aussetzer. Bleib da, Leia. Mussten wir schon die ganze Zeit vorhin auf dich warten. Jetzt heilst du dich auch noch selber, oder was? Soweit kommt's noch. Hörst du auf damit? Du heilst dich jetzt nicht selber. Nahkampf! 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 Jawohl! Ich habe mich vom Schwefel besiegen lassen, aber ich habe Leia im Nahkampf gekillt. Das war's wert. Das war's definitiv wert. Oh Mann. Schöne Aktion. Sie haben alle unsere Helden ausgelöscht. Nicht schöne Aktion. Wir haben schon wieder versagt. Naja, zumindest darf ich jetzt hoffentlich meinen Helden spielen. Und wehe, wenn nicht. Wehe, wenn nicht. Wir warten auf die nächste Runde und ich bin Director Krennic. Nee, Krennic. Krennic heißt er. Ja, den Namen muss ich noch mehr. Die Namen muss ich definitiv noch merken. Definitiv noch lernen. Krennic. Also Krennic. Er hat einen Druiden. Ach, wie cool, er hat einen Druiden. Was sind die anderen Fähigkeiten? Okay, er hat irgendeine Munition. Okay, er hat explosive Munition als zweite Möglichkeit. Und was ist das? Okay, das ist zusätzliche Lebensenergie, kann er sich auch noch machen. Wahrscheinlich auch den Leuten um sich herum. Oh, klingt gar nicht so schlecht. Und unser kleiner Druiden, wo setzen wir den hin? Möglichst irgendwo, wo die Action ist. Ich finde ja seinen Mantel sehr cool, der da so wippt. Wo ist denn immer die Action? Hier ist auch immer irgendwo Action. Irgendwo da vorne setzen wir den Druiden einfach mal hin. Komm her und hol mich. Ach, der Druide macht ein Schild. Ah. Naja. Ist gut zu wissen. Gehen wir mal da nach vorne mit dem guten Boba Fett. Ich glaube, da unten ist gerade Luke gelaufen, oder? Da war irgendwas Grünes. Ich höre was. Ich höre irgendwo was. Ich höre irgendwo was. Da ist Luke, ja, da ist definitiv Luke. Oder müssen wir aufpassen gegen Luke, glaube ich. Jetzt würden wir definitiv den kürzeren ziehen. Na, Luke ist auch schon wieder gerade unterwegs gewesen. Okay, jetzt habe ich wieder die Munition gewechselt. Aua, 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 aua. Okay. Nee. Im Nahkampf kann der Kerl gar nichts. Das ist schade. Nee. Nee. Wir merken uns, im Nahkampf gehen wir nicht mit dem. Jetzt gibt es keine Hoffnung mehr. Vielleicht hätte ich die Munitionsart nicht wechseln, sondern vielleicht hätte ich bei dieser explosiven Munition bleiben sollen. Vielleicht hätte die mehr Schaden gegen Luke gemacht. Weiß es nicht. Okay, wir haben ja schon wieder verloren, ey. Katastrophe hier schon wieder. Da läuft schon wieder gar nichts. Da läuft schon wieder gar nichts. Jetzt kann sich diesmal einer auf unserer Seite nicht entscheiden, wen er nehmen soll. Na, er hat sich für Darth Vader entschieden. Grundsätzlich ja keine schlechte Wahl. Da seht ihr auch gerade der gestürzte Sternzerstörer ab, weil wir gerade am Verlieren sind. Das heißt, man sieht auch wieder im Hintergrund natürlich, wie sich die Schlacht entwickelt. In dem Fall nicht zu unserem Gunsten. Das heißt, wenn die Gegner, glaube ich, das Spiel gewinnen, dann sind sie schon. Also wenn es dann wirklich so ist, dass es nur noch drei Runden sind, dann haben sie nach der Runde gewonnen. Was natürlich nicht so wünschenswert wäre. Vader hat gerade eben, glaube ich, schon irgendwie umgebracht. Klang jedenfalls ziemlich böse. Da vorne ist er. Was er da gerade von sich gegeben hat. Da vorne ist ein Gegner. Ein normaler Rebell. Und den hätte ich vielleicht sogar eine Chance. Nein, die Chewbacca. Kann keiner sagen, ich hätte ihn nicht gesehen. Ich habe ihn gesehen. Aber da war es dann auch schon zu spät. Oh, was können die? Okay, ah, dann überhitzt die Waffe nicht. Wie geil. Dann können die durchgehend ballern. Ach, ist das geil. Das ist echt cool. Alter, vor allem, wie lange geht denn das? Wie cool. Der überhitzt die Waffe einfach nicht mehr. Was hat er sonst noch? Ist das ein Imploder? Boah, das ist ein Thermal-Imploder. Wie geil. Geil. Okay, diese Assistenten sind ja mega stark. Und dann hat er, glaube ich, noch eine Raketenwaffe dabei. Oh, cool. Ah, da war ich zu langsam. Da habe ich gerade noch das Wasserglas in der Hand gehabt. Wen nehmen wir denn von den Chaoten? Dengar war doch ganz lustig, oder? Ja, mal Dengar. Boba Fett ist, glaube ich, ein ziemlich guter Charakter, wenn man ihn spielen kann. Aber ich konnte ihn nie spielen. War da immer zu unfähig. Na gut, jetzt versuchen wir nochmal die Wände zu machen hier. Um zumindest auf das Unentschieden zu drängen. Schwache Panzerung. Konnte der denn das? Der hatte auch so einen mega Nahkampfangriff und dann hat er diese Sicht hier. Ach nee, da konnte er so krass schießen, okay. Okay. Das war einfach.
Ah, okay, da jage ich auch alles mit in die Luft. Gut, gut zu wissen. Am mächtigsten war ja sowieso sein Nahkampfangriff, da hat er ja immer alles weggehauen mit. Das weiß ich noch. Der war übel stark. Wenn du damit den getroffen hast, da konntest du den Helden fast direkt töten. Naja, schauen wir mal. Ob wir den Helden finden. Irgendwer hat auf jeden Fall Director, kann ich gerade gefunden von den Gegnern. Der ist nämlich gerade draufgegangen. Hier haben wir ein ganz gemeines Geschütz stehen, was uns ganz schön viel Schaden schon gemacht hat. Ziemlich nervig das Ding. Oh, was ist das hier? Kommst du her, kommst du her! Nein! Ja, da wollte ich doch gar nicht hin. Okay. Einen habe ich erwischt. Oder jemand anderes hat sie erwischt. Wie viel Leben von uns noch? Okay, zwei Leben von uns noch, das ist gut. Dann liegt es nicht nur an mir, um das verkacken. Nein! Ich hatte gerade noch den vollen, den Mega-Beschuss angemacht, aber da warst du leider auch schon zu spät. Ja, okay, man braucht mittlerweile nur noch 3 Siege. Naja. Naja, naja. Also Krennic habt ihr jetzt leider nur sehr kurz gesehen, weil ich da eine richtig miese... eine richtig miese Sache abgezogen habe. Naja, schauen wir mal, wo wir jetzt landen. Vielleicht ist das Map-Glück ja jetzt mehr mit mir, als gerade eben noch. Es kann eigentlich nur besser werden, weil das ist wirklich die Map, die ich mit Abstand am wenigsten mag. Schauen wir mal, wo wir jetzt hinkommen. Ich bin mal gespannt, ob die Ladezeiten hier auch kürzer geworden sind. Oder ob die nur beim Scarif DLC so kurz sind. Ich hoffe einfach mal, die sind jetzt auch hier kürzer geworden. Also schon angenehmer, wenn die Ladezeiten kurz sind. Und man immer direkt in die nächsten Matches gleich reinspringt. So richtig kurz scheint es nicht zu sein. Momentan müssen wir noch warten. Ladungen habe ich eine verwendet, Sprengsatz habe ich einen verwendet, Kills habe ich ganze 2 gemacht. Yay. Naja, 3 Sternenkarten habe ich auch noch verwendet. Oh, wir sind schon wieder dabei. Okay, das geht dann doch. Helden vs. Schurken. Start. Und was? Wie schnell hätte ich denn da jetzt drinne sein müssen, bitteschön? Hä? Muss mich verarschen. Ich bin doch direkt reingegangen, ey. Frechheit. Vom anderen Team sind sogar 2 noch nicht mal drin gewesen im Spiel. Naja, die wollen natürlich jetzt alle auch den neuen Helden immer ausprobieren. Kann ich ja verstehen. Naja, zum Beispiel spielen wir erstmal die Bösen. Was haben wir denn eigentlich für Emoticons mit ihm? Er trägt dein letzter Stündlein. Okay. Und was sagst du noch sonst? Er trägt dein letzter Stündlein. Oh, das hast du schon mal gesagt. Geh mal schon. So, machen wir mal den Megakampfmodus an, den Superschnellschießmodus. Und dann schießen wir hier auf Lando. Super schnell. Killen Lando super schnell, würde ich mal sagen. So geht das. Tod! Tod und Verderben. Naja, das war ja schon mal ein ganz guter Start hier. Aber Dengar mache ich auch ganz gerne. Mit dem kann ich halbwegs umgehen. Tuna liegt auf dem Halbwegs. Geht doch nichts für eine anständige Keilerei. Ach so, der läuft an ihm vorbei und tut ihn dabei eine Granate anheften. Jetzt verstehe ich es. Ah, das ist die Attacke. Au. Ich halt. Oh, Jane. Nicht wegrollen. Wir haben noch eine andere Attacke für dich. Die da. Ein Schnellschuss, den mochte der Lando schon so gerne. Da war der Lando schon ein ganz großer Fan und ich sehe, du auch. Jawoll. Feine Sache. So, Gesundheitshelden-Pickup. Genau zur richtigen Zeit. Oh, der ist ja von uns. Entschuldigung, Entschuldigung. Hat keiner gesehen. Jetzt haben sie nur noch nie einen Amp irgendwo. Den kriegen wir auch noch. Wo ist der kleine Schlawiner? Das ist nicht nie ein Amp. Das ist ein normaler Soldat. Den kriegen wir aber auch kaputt. Das ist auch ein normaler Soldat. Auch den können wir killen. Gut, aber jetzt jemand anders noch schneller. Wo ist nie ein Amp? Wo versteckt er sich? Der hat ja kein Jetpack oder so. Das heißt, er kann zumindest nicht oben irgendwo draufstehen. Na, wo ist er denn? Okay, wir haben auch noch 2 Helden. Also mich und einen anderen. Was ist denn hier ein Namp? Der muss doch auch irgendwo sein. Wo versteckt sich der kleine Schlawiner? Hm, nicht in der Wüste. Nicht in der Wüste anscheinend. Oh, du bist keiner von meinen Leuten. Ja, der ging definitiv umgespitzt im Boden. Okay, wer hat da gerade nicht geschossen? Du warst das vielleicht. Ja, da müsst ihr euch schon mehr einverlassen, um mich umzubringen.
Denker kann ich halbwegs umgehen und wenn ihr mich immer nur einzeln angreift, dann wird das nichts, meine Freunde. Ja, Denker bringt definitiv den Schmerz. Ich bin geflogen, da ist der Flieger. Das Fliegerass hat sogar einen Kopfschuss abbekommen. Ach, da oben. Da ist Nien Namp. Ich habe Nien Namp gefunden. Anscheinend kann er es doch hochschaffen. Ärgerlich. Ohne ich komme nicht hoch. Muss irgendjemand hoch und Nien Namp killen da oben und ich muss überleben in der Zeit. Verdammt. Verdammt, verdammt, verdammt. Vor allem, ich habe gar nicht mehr so viel Lebensenergie. Ich habe doch wieder ein bisschen was eingeboost schon. Hat zwar auch einiges an Kills gemacht, die Runde. Das lief jetzt echt nicht schlecht, aber... Oh. Unentschieden, jawohl. Das war gar nicht so schlecht, glaube ich. Das war gar nicht so schlecht. Ich hoffe noch, ich werde nochmal Held. Keiner bekommt einen Punkt bei Unentschieden. Das heißt, es geht unentschieden weiter. Okay. Ich bin mal wieder Sturmtruppler. Dabei habe ich gerade eben so eine schöne Runde gehabt. 8:0. Ja. Und das Unentschieden rausgeholt. Naja, was soll's. Okay, da hat sich gerade eben jemand nochmal umentschlossen bei uns für den Helden. Jetzt haben wir einen Helden weniger, oder was? Lass mich verarschen. Die Anführer des Imperiums müssen geschützt werden. Wir haben den Helden weniger. Das gibt's. Ach komm, das. Also bitte. Also bitte, Spiel. Also, dann gib halt mir die Heldenrolle, anstatt dass das dann gar nicht vergeben wird, nur weil dieser eine Typ da rausgeht. Ach komm, jetzt haben wir den Helden weniger. Also bitte, na? Also immer ein bisschen fair. Ach komm. Also einen Helden weniger finde ich jetzt schon... Das ist nicht mehr fair. Ja toll, bei Helden vs. Schurken, wo es nur darum geht, dass deine Helden überleben, den Helden weniger zu haben. Also, dann warten wir halt noch kurz. Also bitte. Das fand ich jetzt nicht cool. Komm, raus, du Sack. Kommt nicht raus. Erwisch ihn trotzdem. Oh, ein Wookie. Ja, ein wilder Wookie, ich hab's verstanden. Ein böser, wilder Wookie, der es ganz toll auf mich abgesehen hat. Ah, oh, Manu. Zumindest hat er mir nicht die Arme rausgerissen. Ey, ich glaube, heute war mein Glückstag. Er hat's kurz und schmerzlos gemacht. Mehr konnte ich, glaube ich, nicht erwarten. Naja. Hey, Jens, du siehst mich nicht. Ich bin im Rauch. Ich bin im Nebel. Ihr seht mich alle nicht. Ich bin gar nicht da. Niemand sieht mich. Doch, die zwei haben mich gesehen. Ich glaube, es ist ein Versteckspiel. Wir sind heute nicht. War wieder ein ganz toller Punkt, um hier rauszukommen. Aber gut, man beschwert sich ja nicht. Direkt in der Action ist ja auch nicht schlecht. Siege die Helden. Ja, toll. Wir haben nur noch einen. Von zwei. Gemeinheit, wir haben echt ein weniger. Oh, Überraschung, wir haben verloren. Wer hätte das erwartet? Oh Mann, ey. Mit das unfairste Spiel, was ich bisher hatte, ey. Einfach einen Helden weniger bei Helden versus Schurken. Naja, immerhin habe ich es nochmal geschafft, Director Krennic zu werden. Dann lohnt es sich doch immerhin. Nun hast du vier Möglichkeiten, wie du weitermachen kannst. Klickst du links oben auf das Bild, kommst du zum nächsten Video dieses Projektes. Links unten kommst du zur Playlist, wo du alle Videos des Projektes nochmal in der Übersicht findest. Rechts oben kannst du meinen Kanal abonnieren und rechts unten siehst du den Kanal von meinem Mitspieler. Ich wünsche dir wie immer eine wunderbare Zeit und möge die Macht mit dir sein. Servus!